So, heute zeige ich euch eine kleine Arbeit von Annette Zinsmeister und eine Geschichte. Und zwar habe ich von Annette Zinsmeister diese Arbeit aus dem Jahr 1996, die heißt Entfaltungen. Annette Zinsmeister ist Künstlerin, Architektin und war Professorin hier an Stuttgart an der Akademie. Die außergewöhnliche Geschichte, die mich mit Annette verbindet, ist die, dass wir uns, glaube ich, also sie ist die Künstlerin, die ich sozusagen seit längstem kenne, nämlich wir waren Nachbarn und wir waren zusammen im Kindergarten. Das heißt, wir kennen uns seit wirklich Sandkastenzeiten. Und deshalb habe ich auch ein kleines Schmankerl hier. Ich hoffe, Annette verzeiht mir das, wenn ich das hier präsentiere. Und zwar eine Kinderzeichnung. Nämlich hier, das hat sie mir gemacht zum 6. Geburtstag. Das steht zumindest auf dem Blatt. Das hat wohl meine Mutter notiert, von Annette zum 6. Geburtstag. Sprich, das muss aus dem Jahre 1972 sein und zeigt irgendwie zwei Königinnen und einen kleinen Jungen. Jetzt kann ich natürlich nur mutmaßen, was das darstellt. Also ich gehe mal davon aus, die eine Königin ist Annette, die andere vielleicht ihre größere Schwester. Und der kleine Junge, vielleicht bin ich das, aber wer weiß das schon, es ist lange her.